Hallo Leute und willkommen zu einem sehr pikanten Video. Diesmal geht es um ACTA. Jeder hat wahrscheinlich schon davon gehört, aber niemand weiß genau, was es ist. Deswegen habe ich das Ganze in vier Punkte gegliedert. Mein erster Punkt wird sein, was genau ACTA ist. Mein zweiter Punkt wird sein, wieso um ACTA überhaupt so ein Aufruhr gemacht wird. Mein dritter Punkt wird sein, was genau in diesem ACTA-Vertrag steht. Und der vierte und letzte Punkt ist, was ich persönlich, also was jeder von euch persönlich gegen ACTA unternehmen kann. Komme ich zu meinem ersten Punkt. Was ist ACTA? Also ACTA ist die englische Abkürzung für Anti-Counterfeiting Trade Agreement, was auf Deutsch, so viel wie ich das verstanden habe, Anti-Piraterie-Abkommen bedeutet. Was genau ACTA machen soll, fragt ihr euch? Ganz einfach, ACTA soll einen neuen goldenen Standard für den weltweiten Kampf gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen im Netz schaffen. Hört sich gut an, aber es ist nicht so gut, wie es sich anhört, wie das meiste in der Politik ist. Deswegen komme ich jetzt auch sofort zu meinem nächsten Punkt. Wieso wird um ACTA, verdammt nochmal, so einen großen Aufruhr gemacht? Einfach zu beantworten. Als erstes, das Abkommen wurde hinter verschlossenen Türen beschlossen. Das Ganze verstößt allerdings gegen das Gesetz der größtmöglichen Transparenz. Deswegen durfte das Gesetz eigentlich überhaupt nicht zum Verabschieden bereitstehen. Und keiner weiß, wieso das so gelaufen ist. Der nächste Punkt ist, dass es massive Einschränkungen der Privatsphäre und der Meinungsfreiheit bedeuten würde. Anhand eines kleinen Beispiels. Es sollen Filter bei den Internetprovidern eingestellt werden, dass zum Beispiel die Regierung sehen kann, aha, der Max, der hat heute, keine Ahnung, ein Lied von Rihanna ins Internet hochgeladen und besitzt diese Rechte nicht. Also es wird aufgezeichnet, was ihr hochladet und was ihr runterladet. Und man kann nicht, es wird nicht nur aufgezeichnet, man kann es danach auch sogar anschauen. Es ist wie wenn ihr praktisch erst auf eurem Provider hochladet und dann ins Internet. Und das ist, als würde einfach die Post eure Briefe öffnen und dann einfach anschauen, was drin steht. Also es gäbe dann kein Briefgeheimnis mehr im übertragenen Sinne. Nach diesem wichtigen Punkt komme ich zu meinem nächsten Punkt, was genau überhaupt in diesem ACTA-Vertrag steht. Das ist genau der Punkt. Man weiß es nicht genau. Und ich finde es einen riesen Fehler, eine riese Unverschämtheit, dass so etwas erstens mal hinter verschlossenen Türen gemacht wird, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und dann erfährt man nicht mal genau, was da in diesem Vertrag überhaupt drin steht. Es könnte das Ende des Internets bedeuten und man wird es nicht mal mitbekommen. Alle Informationen, die wir über diesen Vertrag haben, wurden geleakt. Das heißt, es ist durchgesickert. Man hat keine offizielle Information seitens der Regierung. Und das kann ich nicht verstehen. Das ist eine Riesenungerechtigkeit. Was mich zum nächsten Punkt bringt. Was kann jeder persönlich gegen ACTA unternehmen? Also, man kann den EU-Abgeordneten eine Mail schreiben. Hört sich schwachsinnig an, aber wenn es viele Leute machen, dann zeigt es mit Sicherheit Wirkung. Denn, falls ihr Volljähriges seid, könnt ihr mit Nichtwahl drohen. Und jeder Politiker weiß, wie wichtig die Stimmen seiner Wähler sind. Wenn er nicht gewählt wird, bekommt er kein Geld. Und selbst der beste und freundlichste und super netteste und super loyalste Politiker braucht Geld. Jetzt seid ihr meinetwegen nicht volljährig, dann ist es auch kein Problem. Bringt einfach Argumente, die gegen ACTA sprechen, vor. Die meisten Politiker werden mit Sicherheit darauf antworten. Eine Liste mit Argumenten und den Ansprechpartnern, also an die ihr die E-Mail senden sollt, findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt aber der eigentlich wichtige Punkt, was viel mehr bringt, als eine E-Mail zu schreiben. Man muss auf die Straße gehen und seine Meinung kundtun. Und das ist genau das Wichtige, wie ich finde. Man muss einfach auf die Straße gehen, man muss demonstrieren. Das macht der Regierung deutlich, dass Deutschland das nicht will. Heute, am 11. Februar, 2012, war wieder eine Demonstration, eine
europaweite Demonstrationen gegen ACTA. Und ich denke, falls ihr das Video nach dem 11. Februar, was ich für ziemlich wahrscheinlich halte, anschaut, dann macht das nichts. Ich bin mir absolut sicher, dass es weitere Demonstrationen gegen ACTA geben wird. Also, sprecht ACTA nicht tot. Sagt, was euch stört. Geht auf die Straße. Oder schreibt den EU-Abgeordneten zumindest eine E-Mail. Danke fürs Zuhören. Ich bin weg. Ciao.